Hallo liebe Zuschauer, liebe CDU-Anhänger sowie Mitglieder und Nichtmitglieder. Am Dienstag, den 1. März 2016, lud Marlies Kohle Groß die Bundesministerin der Verteidigung Dr. Ursula von der Leyen in die Kurpfalzhalle nach Nastiegschweiler ein. Diesen hohen Besuch ließen sich die Bürgerinnen und Bürger aus der Umgebung nicht zweimal sagen und viele interessierte Besucher erschienen, um sich einen Eindruck von der CDU und der Verteidigungsministerin zu bilden. Doch bevor Dr. Ursula von der Leyen um Punkt 12 Uhr die Halle betrat, wurde den Besuchern ein musikalisches Vorprogramm geboten. Achtung, unser Bürgermeister trug den nächsten Schock. Dann war es endlich soweit. Alle Anwesenden in der Kurpfalzhalle erhoben sich von den Plätzen und begrüßten die Bundesministerin der Verteidigung, Frau von der Leyen, mit einem kräftigen Applaus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrte Abgeordnete, ich darf Sie alle sehr herzlich in unserer Ortsgemeinde Nastiegschweiler hier in der Kurpfalzhalle begrüßen. Ganz besonders begrüßen darf ich heute wieder in unserer Mitte die Bundesministerin der Verteidigung, Frau Dr. Ursula von der Leyen. Erlauben Sie mir noch ein paar kurze Anmerkungen zu unserer Gesamtsituation. Wir leben hier im Landkreis Kusel in der Westpfalz in einem sehr strukturschwachen Gebiet. Die meisten Menschen erreichen ihren Arbeitsplatz als Pendler. Viele Gemeinden sind im Rahmen der Dorfmoderation dabei, auszuarbeiten, wie ihr Dorf zu den Anforderungen der Zukunft aufgestellt werden kann. Mit diesem Thema wurde ein bedeutender Aspekt, der auch durch den demografischen Wandel zu erwartenden Veränderungen im ländlichen Raum aufgegriffen. In der strukturschwachen Westpfalz in der Nähe zum Saarland in Frankreich hat das Militär von jeher eine große Rolle gespielt. Ein Teil der Kasernen sind mittlerweile geschlossen und konnten im Rahmen der Konversion eine andere, zukunftsfähige Nutzung erfahren. Die kürzlich geschlossene Bundeswehrkaserne in Kusel dient zurzeit als Aufnahmelager für Kriegsflüchtlinge. In Nastiegschweiler wohnen rund 60 US-Familien. Die meisten davon sind auf dem nahegelegenen Flugplatz Ramstein stationiert. Sie stellen einen Anteil von 15% der Gesamtzahl aller Haushalte dar. Die hohe wirtschaftliche Bedeutung der amerikanischen Haushalte geht aus den hohen zu erzielenden Mieteinnahmen durch Vermietung von Wohnungen und Häusern hervor. Hierdurch ergeben sich alleine für unser Dorf Einnahmen von jährlich etwa 700.000 bis 1 Million Euro, die sich positiv für die Aufrechterhaltung der vorhandenen Strukturen und Einrichtungen auswirken. Sehr verehrte Frau Bundesministerin, es gäbe sicherlich noch vieles aus unserer Region anzumerken. Ich möchte es aber bei meinem kurzen Grußwort bewenden lassen und der weiteren Veranstaltung ausreichend Zeit und Raum eröffnen. Ich wünsche Ihnen allen einen interessanten und angenehmen Aufenthalt hier in Nastiegschweiler. Meine Damen und Herren, ich bin sehr, sehr gern, liebe Frau Kohle-Groß, hierher gekommen zu Ihnen, lieber Xaver Jung. Da ist er, lieber Herr Rubli, meine Damen und Herren, um hier im Wahlkampf, ja, über die Themen zu sprechen, die uns umtreiben zurzeit. Und es ist ja, ich kann mich kaum entsinnen an einen Landtagswahlkampf, der so dominiert worden ist von sicherheits- und verteidigungspolitischen Themen. Klar, oft sind Landtagswahlkämpfe dominiert von bundespolitischen Themen. Aber dass mit der Flüchtlingskrise die Sicherheits- und Außenpolitik eine so dominante Rolle spielt, in dem, was die Menschen umtreibt, was Thema ist im Landtagswahlkampf, das haben wir lange nicht mehr erlebt. Und wenn wir zurückdenken in die letzten 25 Jahre seit der Wiedervereinigung, dann müssen wir wohl sehen, dass in den 25 Jahren es lange, lange Zeit immer friedlicher um uns herum war und sicherlich auch daran gewöhnt haben und angenommen haben, das bleibt so. Aber jetzt auch feststellen, dass diese ersten 22, 23 Jahre doch wohl eher die Ausnahme gewesen sind als der Dauerzustand.
Und wenn Sie jetzt, wenn ich Sie einmal mit auf die ganz kurze Reise nehme anhand der Stichworte, was in den letzten 2 Jahren alles geschehen ist. Es begann, das haben wir ja schon fast wieder vergessen, mit der Annexion der Krim nach Sotschi, dem hybriden Krieg in der Ukraine, der immer noch nicht zur Ruhe gefunden hat. Wir haben Ebola gehabt dazwischen, das ist fast schon wieder vergessen, aber ich weiß es noch sehr genau, weil die Bundeswehr dort auch gefordert war. Und dann ging es los mit diesen schaurigen Bildern, als der uns damals noch fast fremde sogenannte Islamische Staat die Jesiden abgeschlachtet hat, versucht hat, ein ganzes Volk auszurotten, sie in das Sinjar-Gebirge getrieben hat. Und dann kam der Irak-Einsatz, der Syrien-Einsatz, Libyen, großes Thema, Mali. Und ja, seit einigen Monaten dann inzwischen auch die Auswirkungen dieser Krisen, dieses Krisenbogens rund um Europa, nämlich die Flüchtlingskrise. Wir haben heute mehr Flüchtlinge weltweit, als das jemals seit dem Zweiten Weltkrieg der Fall gewesen ist. 60 Millionen Menschen sind auch in Bewegung. Meine Damen und Herren, Wolfgang Schäuble hat sehr richtig das zusammengefasst, was das bedeutet. Er hat es genannt, es ist unser Rendezvous mit der Globalisierung. Und ich weiß, was er damit meint. Wir haben die Globalisierung alle erlebt, indem wir kommunizieren rund um den Globus, alle simsen oder mailen quer um die Welt herum. Überlegen Sie mal in der letzten Woche, mit wem Sie alles kommuniziert haben. Das war nicht sicherlich nicht nur der Landkreis Kusel, mit dem Sie in Kontakt gestanden sind. Wir haben eine Wirtschaft, die weltweit verflochten ist und darauf angewiesen ist, dass die Globalisierung auch im Sinne der Wirtschaft arbeitet. Wir haben Freizügigkeit des Reisens, des Arbeitens, aller Möglichkeiten des Studierens, Ausbildung wahrzunehmen. Das ist eine offene, eine plurale Gesellschaft. Aber dazu gehört eben auch, dass die Probleme, die gefühlt weit weg sind, was war Syrien für uns lange gefühlt weit weg, plötzlich bei uns gewissermaßen vor der Haustür stehen. Meine Damen und Herren, ich habe oft das Gefühl, ein Déjà-vu zu haben in diesen Tagen. Vieles erinnert mich am Muster, das wir erleben, an die Euro-Krise, die vor einigen Jahren erst begonnen hat. Was war in der Euro-Krise dominant? Wir haben den Euro eingeführt als eine ganz, ganz große Errungenschaft Europas, eine gemeinsame Währung, nicht mehr die Wechselstuben, nicht mehr die Wechselkurse. Das ist angenehm gewesen, davon haben alle profitiert, wir können uns den Euro gar nicht mehr wegdenken. Aber wir haben damals versäumt, mit der Bevölkerung auch die schwierige Seite der Einführung des Euros zu besprechen, die da eigentlich geheißen hätte, gemeinsame Finanzarchitektur in Europa, gemeinsame Wettbewerbsfähigkeit. Und dann haben wir es erlebt. Dann hat die Euro-Krise zugeschlagen, die zuschlagen konnte, weil wir diese Finanzarchitektur nicht aufgebaut hatten. Ist ja auch unangenehm, da muss man mit der Bevölkerung besprechen, dass man Teil nationale Souveränität auf die europäische Ebene abgibt. Das macht keiner gerne. Und dann haben wir unter ganz hohem Druck in den vergangenen Jahren, es war ein mühsamer Weg, kein einfacher, viel Diskussion, diese gesamte Architektur, die notwendig ist, um den Euro stabil zu halten, im Krisenmodus nachgeholt. In diesen Tagen habe ich oft das Gefühl, wir erleben ein ähnliches Muster in der Flüchtlingskrise. Was ist geschehen? Wir haben Schengen eingeführt, super, freizügig, keine Grenzen mehr zwischen 28 europäischen Ländern. Wir haben die Möglichkeit, uns frei zu bewegen, zu arbeiten. Wir kennen gar nicht mehr die Abgrenzung. Die Wirtschaft hat sich darauf eingestellt. Das ist alles zu unserem Vorteil gewesen. Schengen, Dublin, der hat diesen Begriff schon gekannt vor einigen Monaten. Aber wir haben, wenn wir es richtig beurteilen, im Rückblick versäumt, uns auch die schwierige Seite vor Augen zu führen und Einigung zu finden, die da nämlich heißt, wenn wir innerhalb Europas keine Grenzen mehr haben, dann müssen wir klären, wie wir die Außengrenzen schützen und auch. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie gerne mitnehmen auf eine Reise sozusagen durch die Themen, die im Augenblick unter dem Druck der Krise von uns bewältigt werden müssen. Und da geht es zuerst zu Hause los. Auch da sind Versäumnisse gewesen, die wir jetzt spüren, wenn die Themen ernst sind und wegen der großen Zahl der Menschen, die kommen, ein enormer Druck herrscht.
Erstens sind die Hausaufgaben bei uns zu Hause nicht gemacht worden. Ja, wir haben ein Asylrecht gehabt und haben es immer noch. Aber das war relativ schwammig formuliert und wir haben es sehr großzügig ausgelegt. Was heißt denn Asyl? Asyl heißt, und das ist was ganz Kostbares, Vornehmes und Schützenswertes, gerade aus unserer Geschichte heraus. Asyl heißt, wenn Menschen politisch verfolgt werden oder wenn sie aus Kriegsgebieten fliehen, dann brauchen sie Schutz. Und das ist ein ganz, ganz hoher europäischer Wert, den gerade wir aus unserer Geschichte heraus, wir wissen, was es bedeutet, wenn man Menschen keinen Schutz gibt, die politisch verfolgt werden oder die vor Krieg fliehen. Das ist ein ganz hoher europäischer Wert, den es zu verteidigen gibt. Aber meine Damen und Herren, das heißt auch im Umkehrschluss. Wenn Menschen aus anderen Gründen kommen, weil sie ein besseres Leben suchen, weil sie Arbeit suchen, weil sie vor Armut fliehen, alles ganz plausible Gründe, dann kann das aber kein Grund sein, hier Asyl zu beantragen, sondern wir müssen klären, damit wir denjenigen, die tatsächlich Asylschutz brauchen, diesen Schutz auch geben können, dass aus anderen Gründen Menschen nicht über das Thema Asyl zu uns kommen können. Das ist die erste Hausaufgabe, die wir erledigen müssen. Zweites Thema. Selbstverständlich brauchen wir Regeln und haben wir Werte in unserem Land, die wir gemeinsam verfolgen. Selbstverständlich müssen wir für sie aufstehen, sie auch formulieren. Das ist eine Zeit, wo man mal selber auch aussprechen muss, was einem wichtig und was einem wert ist. Ich freue mich, so viel zu hören im Augenblick, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau bei uns eine Selbstverständlichkeit ist. Ich freue mich, wen wir da alles plötzlich als Unterstützer haben. Und ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, meine Damen hier im Saal, wir haben viel zu lange für diese Gleichberechtigung gekämpft, als dass wir in diesen Zeiten auch nur einen Zentimeter des Bodens wieder preisgeben, den wir uns erarbeitet haben. Da können Sie schon mal sicher sein. Und dann gibt es einen dritten Punkt, der ist wichtig. Wir haben bei all den Schwierigkeiten, die wir klären müssen in unserem Land, etwas ganz, ganz Kostbares erlebt in den vergangenen Wochen und Monaten. Das ist eine überwältigende Hilfsbereitschaft, die dieses Land gezeigt hat und immer noch zeigt. Etwas, was uns nicht selbstverständlich an unserer Wiege gesungen worden ist, das muss man auch sagen. Und das ist etwas, wenn man im Ausland unterwegs ist, im arabischen Raum, in China, im asiatischen Raum, im amerikanischen Raum, Kanada, anderen Ländern, was mit unglaublich viel Bewunderung, Respekt und auch einem gewissen Maß an Verblüffung, dass ausgerechnet die Deutschen sich so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben. Meine Damen und Herren, das ist auch etwas, wo man stolz drauf sein kann und wo man vor allem von Herzen Dank denjenigen sagen muss, die dieses in den vergangenen Wochen und Monaten geleistet haben. Wir haben alleine bundesseitig 150.000 Erstaufnahmeplätze neu geschaffen. Ich weiß das so genau, weil die Bundeswehr dafür zuständig war. Und alleine ein Drittel kommt aus Bundeswehrkasernen, selbstverständlich. Und ist auch Bundeswehrkasernen selbstverständlich zur Verfügung gestellt worden. Wir haben ab 1. Januar inzwischen jeden, der in dieses Land kommt, registriert. Auch da war vorher vieles durcheinander, was inzwischen geschafft worden ist. Und ich glaube, bei all den Themen, die wir zu Recht im Augenblick diskutieren, sollten wir nicht vergessen, dass da eine gewaltige Leistung im letzten Jahr gemacht worden ist, die auch sagt, dass dieses Land gut funktioniert, wenn wir uns alle zusammenhalten. Wir haben allein im letzten Jahr im Durchschnitt der zweiten Jahreshälfte pro Tag von der türkischen Küste auf dem Weg nach Griechenland, den Schlauchweg, pro Tag im Durchschnitt 5.000 Menschen gehabt, die versucht haben, auf die andere Seite zu kommen. Jeden Tag 5.000. Wir haben allein im Januar und Februar diesen Jahres bei schlechtem Wetter, schlechtes Wetter heißt 4 bis 5 Meter hohe Wellen, im Schnitt 600 Menschen gehabt, die versucht haben, rüberzukommen, bei besserem Wetter bis zu 3.000. Im letzten Jahr sind 850 Menschen in der Ägäis ertrunken. Alleine in diesem Jahr bereits 360 Menschen ertrunken.
Meine Damen und Herren, wenn Sie sich diese Zahlen vorstellen, im Schnitt Tausende jeden Tag, sonntags wie montags. Wenn Sie sich dann vorstellen, die Schlauchboote, die orangenen Schwimmwesten, die wir alle kennen, lausiger Qualität, das muss jemand produzieren, das muss jemand an die Küste bringen, da muss jemand organisieren, dass die Menschen da sind, den muss jemand vorher Hab und Gut abgenommen haben und da muss jemand sein, der billigend in Kauf nimmt, dass diese Menschen auf ihrer Flucht ertrinken. Meine Damen und Herren, wir können es nicht länger tolerieren, dass Schlepper und Schleuser in der Türkei darüber entscheiden, wie viele Menschen jeden Tag Asyl in Europa suchen. Das kann so nicht sein. Wenn die Türkei und Griechenland nicht miteinander sprechen, dann gibt es aber eine Organisation, da sind sie beide drin. Und das ist die NATO. Griechenland ist NATO-Mitglied, die Türkei ist NATO-Mitglied. Im Übrigen haben wir noch 26 weitere NATO-Mitglieder. Fast ganz Europa ist NATO-Mitglied. Wir haben deshalb gesagt, dann schicken wir in diesen blinden Fleck in die Ägäis hinein, die NATO, die die Aufgabe hat, mit ihrer hochmodernen Technik, ich sag mal, das Auge und die Ohren zu sein, wo die Schlepper an der Küste ihre Muster haben, ihre etablierte Logistik, Organisation, dahinter steht ja viel, was man auf den Weg bringen muss, um das der türkischen Küstenwache zu sagen, der griechischen Küstenwache zu sagen und Frontex, der europäischen Grenzschutzagentur mitzuteilen. Das wird am Anfang sicher noch rumpeln, gar keine Frage. Aber was wir schaffen, ist Transparenz. Wir schaffen Transparenz. In der NATO weiß es dann das NATO-Mitglied Türkei, es weiß das NATO-Mitglied Griechenland, aber es wissen alle 26 anderen NATO-Mitglieder auch. Wir bieten der Türkei Hilfe an. Man kann genau sehen, wo zu welcher Zeit welches Schlauchboot ablegt, um dann auch zugreifen zu können. Der Gedanke dahinter, das ist ganz wichtig. Diese illegale Migration, die ja auf zwei Dingen beruht. Erstens, wir nehmen den Menschen alles ab, was sie noch hatten und verdienen an ihrem Leid. Und zweitens, es überlebt nur der Stärkste. Das heißt, diejenigen, die wirklich Schutz brauchen, die aus Syrien geflohen sind, nämlich Frauen, Kinder, die vor diesem grauenhaften Krieg geflohen sind, ältere Menschen, die haben überhaupt gar keine Chance, durchzukommen. Die Schlepper und Schleuser entscheiden darüber, wer vermeintlich Flüchtling ist und nach Europa kommen kann. Und diesem perfiden Spiel muss ein Ende gemacht werden. Und wenn ich Ihnen jetzt Zahlen nenne, dann wird es Ihnen wahrscheinlich so gehen, wie es mir ergangen ist im letzten Jahr, dass einem die Augen aufgehen und man sie anders hört als in den vergangenen Jahren, weil wir selber Erfahrungen gemacht haben. Die Türkei hat 70 Millionen Einwohner. Sie hat seit Jahren 2,5 Millionen Flüchtlinge, denen sie Schutz gibt. Meine Damen und Herren, wir haben 80 Millionen Einwohner und wir wissen, was es bedeutet, einer Million Flüchtlinge Schutz zu geben. Plötzlich relativiert sich das, was vorher für uns Zahlen waren, die wir nicht einordnen könnten, weil plastisches Erleben dahinter ist. Jordanien hat 5 Millionen Einwohner und beherbergt seit Jahren 1 Million Flüchtlinge. Der Libanon, ein Land, das unter Mühen, aber vorbildlich versucht zu zeigen, wie Christen, Schiiten und Sunniten friedlich zusammenleben können und gemeinsam eine Regierung bilden können, auch das hören wir heute mit anderen Ohren, hat ebenfalls 1 Million Flüchtlinge. Und in diesen Lagern ist es so gewesen, dass zu Beginn des Jahres 2015 die Organisation der Vereinten Nationen, die sich gekümmert haben, das ist das Welternährungsprogramm und der UNHCR, im Schnitt $30 pro Flüchtling pro Monat hatten. $30 für Essen, Trinken, Kleidung, Hygiene, und im Idealfall noch etwas Bildung und Schule für die Kinder, die seit Jahren in diesen Lagern leben. Das ist nicht viel. Was aber passiert ist, weil die Weltgemeinschaft so beschäftigt war mit anderen Dingen und auf diesem Gebiet nicht aufgepasst hat, nicht eingezahlt hat, sind die Finanzmittel des UNHCR und des Welternährungsprogramms so gesunken, dass im Sommer des vergangenen Jahres sie noch $13,50 pro Flüchtling pro Monat zur Verfügung haben. Und dann können wir, glaube ich, alle verstehen,
dass diese verzweifelten Menschen irgendwann sagen, ehe ich hier verhungere, nehme ich meine Kinder, nehme mein letztes Hab und Gut, gebe das den Schleppern und Schleusern und hoffe, dass wenigstens ein paar von unserer Familie durchkommen nach Europa. Wir haben im Irak gesehen, wie es gehen kann. Der gemeinsame Kampf gegen den barbarischen sogenannten Islamischen Staat, wenn alle zusammenhalten. Was war geschehen? Sie erinnern sich noch, ich habe es eingangs gesagt, wie der Islamische Staat die Menschen abgeschlachtet hat, die sich seinem Joch nicht unterwerfen wollten. In diesem absurden Gedanken des Kalifates nicht sich unterordnen wollten. Die grauenhaften Szenen, die sich abgespielt haben, als sie versucht haben, den Völkermord an den Jesiden zu begehen. Wir haben damals als Deutschland gesagt, zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg sind wir bereit, Waffen in ein Konfliktgebiet zu liefern, nämlich zu den Peschmerga, den Kurden, und sie auszubilden, damit sie auch für uns diesem Völkermord Einhalt gebieten, den IS stoppen, und es ist ihnen gelungen, ihn empfindlich zurückzuschlagen. Das heißt, der IS ist besiegbar. Sein Nimbus der Unbesiegbarkeit, mit dem er ja auch rekrutiert, ist gebrochen. Aber Syrien zeigt auch, was passiert, wenn die Gemeinschaft derer, die eigentlich unterstützen sollte, unterschiedliche Interessen hat und sich nicht einig ist. Wir haben es alles in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen. Wir haben die Rolle der Türkei mit den Kurden gesehen. Wir haben gesehen, dass Assad durch die Unterstützung Russlands wieder angefangen hat, zwar ein wenig den IS zu bekämpfen, aber größtenteils seine eigene Bevölkerung in Aleppo unter einem Bombenteppich zu begraben. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, das, was in den letzten Wochen und Monaten geschehen ist, nämlich einerseits am Verhandlungstisch zu sitzen und um Vertrauen zu werben, und andererseits die eigene Bevölkerung mit Fassbomben zu traktieren, dieses doppelte Spiel geht nicht mehr, meine Damen und Herren. Auch das ist nicht mehr tolerabel. Ich ziehe jetzt einmal nur geografisch, wenn Sie nur die Länder hören, dann wird Ihnen das klar um Syrien herum. Es beginnt mit Russland und der Türkei, beide Spinnefeind, ganz unterschiedliche Ansätze, Gegner und Feind Assads. Der Iran unterstützt Assad, Todfeind zu Saudi-Arabien, das wiederum verfeindet ist mit Assad und mit dem Iran, aber die Opposition unterstützt. Sie merken aus meinen Worten, das ist verdammt nochmal, nicht anders geht, als dass wir alle unsere Interessen, die in Syrien unterschiedlich sind, beiseite legen, uns hinsetzen an den Verhandlungstisch und gemeinsam klären, wie wir den gemeinsamen Feind, den sogenannten Islamischen Staat, bekämpfen und wie wir untereinander Frieden halten, auch wenn die Interessen verschieden sind. Das ist das, was im Augenblick als ganz vorsichtiger Hoffnungsschimmer bei den sogenannten Syrien-Verhandlungen wieder beginnt, wo wir aber vielleicht im Laufe der Zeit, wenn endlich Vernunft eintritt, wieder daran denken können, auch Syrien mit einer Zukunft auszustatten, die Perspektive in Syrien wiederzusehen, den Wiederaufbau zu denken in Syrien. Auch da werden wir gefragt sein. Und alle werden gefragt sein, auch ihr Schärflein dazu beizutragen, was man ganz konkret bringen kann. Wir haben deshalb als Bundeswehr begonnen, ein Konzept auf den Weg zu bringen, dass wir sagen, wir sind bekannt für das, was wir in den Einsätzen tun, aber die wenigsten wissen, dass wir einer der größten Arbeitgeber in Deutschland sind und dass wir einer der größten Ausbilder in Deutschland sind. Wir bilden über 100 Berufe aus. Und ganz viele dieser Berufe können auch hilfreich sein in Syrien. Warum nicht jungen Syrern anbieten, dass wir sie ausbilden als Elektriker? Bei dem Thema Wasseraufbereitung, sanitäre Anlagen, bei dem, was Pioniere können, Straßen bauen, Häuser bauen, Gelände wieder gängig machen, aber auch als Logistiker, als Verwaltungsfachmänner, in der Sanität, als Pfleger, alles Themen, die eines Tages wieder gebraucht werden beim Wiederaufbau in Syrien. Warum nicht heute anfangen und diese Ausbildung anzubieten, auch um zu zeigen, wir glauben an die Zukunft dieses Landes. Wir werden das jetzt beginnen, wir werden unsere Erfahrungen machen, wir werden sehen, wie die Resonanz ist. Aber ich glaube, wenn wir gemeinsam einerseits diesen Schutzgedanken, wenn es nötig ist, aber auch den Zukunftsgedanken in Syrien nie aus den Augen verlieren, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ich habe Ihnen jetzt die Kette geschildert,
der Themen oder die Baustellen, die wir alle zeitgleich angehen müssen. Da gibt es keine einfache Antwort. Das, was ich Ihnen geschildert habe, kriegen Sie nicht in einer schnellen Schlagzeile hin. Da reicht auch nicht 1,30 in der Tagesschau. Das ist nicht mit einem Wort zu fassen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es nachhaltig ist, wenn wir konsequent dafür werden. Und ich stelle mir vor, wenn wir eines Tages zurückschauen, in 10 oder 20 Jahren, auf diese Zeit jetzt, und diese Zeit werden wir alle nie vergessen, dann kann es durchaus sein, dass wir sagen, das war auch die Zeit, als Deutschland die Würde des Menschen, die unantastbar ist, hochgehalten hat. Vielleicht werden wir eines Tages sagen, das war die Zeit, als Europa zerstritten wie die Kesselflicker am Anfang, es geschafft haben, wieder einmal Ordnung und Solidarität, auch das gehört dazu, nach allen Seiten, zu 28 wieder zu schaffen. Und wenn wir es gut machen, ist es auch die Zeit, wenn wir zurückblicken, in der wir sagen, wo wir verstanden haben als globalisierte Welt, nicht nur die Vorzüge, sondern auch die Probleme gehören in unser Lastenheft, dass wir uns gemeinsam darum kümmern müssen. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist dies ein Landtagswahlkampf, der sehr dominiert wird von diesen Themen. Aber er wird deshalb auch von der Frage dominiert, wem vertrauen wir und vor allem, wem trauen wir zu, dass diese Themen gut behandelt werden und nachhaltig gelöst werden. Und deshalb kann ich nur sagen, in 12 Tagen ist es soweit. In 12 Tagen ist wahr. Ich weiß, wem ich vertraue. Ich weiß, wem ich es zutraue, nämlich einer Ministerpräsidentin Julia Klöckner traue ich zu. Und Frau Kohn-Legros, ihnen traue ich viel zu. 25 Jahre im Landtag, meine Damen und Herren, wenn das nicht geballte Erfahrung und geballte Nachhaltigkeit ist, der man Vertrauen und Zutrauen schenken kann, dann weiß ich nicht mehr, wo das noch sonst zu finden wäre. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion, aber es geht um viel in 12 Tagen und ich zähle auf Sie. Vielen Dank. Ausdrücklich sagen, ich glaube, das hat es noch nie gegeben in der Bundesrepublik Deutschland, dass 14 Tage vor einer Landtagswahl die Polizeigewerkschaft öffentlich auftritt in allen großen Städten des Landes und von der Landesregierung auch, von der zukünftigen natürlich, mehr Personal und eine bessere Ausstattung verlangt. Ein Punkt, der bei der CDU natürlich bestens aufgehoben ist, wir kennen die Struktur, wir wissen, dass über 25 Jahre hier große Versäumnisse dazu geführt haben, dass der Personalkörper viel zu gering ist, dass wir Hunderttausende von Überstunden bei der Polizei ja vor uns herschieben und dass das so einfach nicht weitergehen kann. Und deswegen unsere Unterstützung, ich glaube, das sage ich auch in Ihrer aller Namen, dass wir mehr Polizei in diesem Land brauchen und schon allein das ein Grund ist, auch CDU zu wählen. Von Nanz Tietschweiler, hat er extra für Sie anfertigen lassen. Erstausgabe und einmalig, ja? Was will man mehr? Also das ist doch. Nanz Tietschweiler hat sich was einfallen lassen zum Abschied für Dr. Ursula von der Leyen. Ja, liebe Zuschauer und Zuhörer, das waren die interessanten und inforeichen Ausschnitte von der Rede unserer Verteidigungsministerin Dr. Ursula von der Leyen im kleinen Nanz-Tietschweiler, dem Dorf mit knapp 1200 Einwohnern aus dem Landkreis Kusel. Noch schnell ein Erinnerungsfoto mit den anwesenden Politikern der CDU und dann verabschiedete sich Frau von der Leyen um Punkt 13 Uhr wieder mit ihrem erfreulichen Geschenk von der Dorfgemeinschaft aus der Westpfalz und flog zurück in die große Hauptstadt nach Berlin in den Bundestag. Und nicht vergessen, liebe Freunde, am 13. März sind Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Also geht wählen!